Und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hand Showdown. Ich war mit der lieben Sonja im Duo gegen Trio auf der neuen Map unterwegs und wir haben gesnipert. Und wie die Runde ausging, müsst ihr euch natürlich angucken. Aber bevor es losgeht, ich habe noch was zu verlosen. Und zwar gibt es ein Holy Energy Probierpaket. Wenn ihr Bock habt, das zu gewinnen, einfach einen Kommentar da lassen und in den nächsten 3 Tagen lose ich aus. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, würde mich über einen Kommentar von Algorithmus und natürlich fürs Gewinnspiel freuen. Ein Like wäre sensationell und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Haut rein, viel Spaß. Das ist los. Heritage. Jetzt hast du ja doch noch nicht nachgeschaut, wie viele Kills da waren. Stanley? Ja. Oh nein. Runtime-Plan und Game. Das warme Käsebrötchen hat mich gerade sehr müde gemacht. Echt? Mhm. Wow. Boss ist hier. Ist gerade aufgebaut, glaube ich. Ja. Könnte höchstens dann von unten Team kommen. Klepp mal hier oben. Mhm. Ja, hier ist schwierig zu trappen, weil ich nicht weiß, von wo kommen sie. Naja, ich trapp oben nochmal, also in der Hütte oben drin. Ja. Stelle ich eine mitten rein. Sieht man auch ziemlich schlecht auf dem Dunklen. Geh mal in Norden. Mhm. Oder weißt du was, ich bleib hier hinter sitzen. Dann höre ich, wenn jemand kommt und es ist nicht rot. Ja. Ich bleib dann auf der Seite sitzen. Ja. Oh Gott, mein Clou leuchtet. Nicht dein Ernst. Doch. Komm zu dir, ich komm zu dir. Haben die ja auch gehört. Ja. Er ist immer noch rot, sehe ich. Jetzt ist er weiß. Der war kurz rot, dann haben sie gehört und sind zurück. Die denken aber vielleicht, ich hätte den Clou genommen und bin nicht so ahnend weg. Ja, die haben gehauen, oder was du das? Ich. Oh
Auf dem Dach ist hier jemand, hier drüben. Da fliegt ein Käfer, ich bleib mal hier hinten sitzen. Bleib, ich habe auch noch extra noch nicht geschossen. Käfer ist immer hier vorne. Siehst mich. Eva sitzt zwischen dir und mir. Jetzt fliegt er da vorne beim Boss die raus. Die Hive ist getriggert da hinten. So. Ich sehe einen, der ist oben drauf, der ist jetzt reingelaufen. Die haben die Hive gemacht. Einer ist eine Falle. Durch deine? Ich habe da hinten keine getrappt. Ja, ja, hinten im Haus. Oben drin und unten am Fenster. Ja, da ist er rein. Kannst du das Haus denn sehen? Ja, ja, aber die haben schon gesmoked. Ich sehe da nichts. Also ich weiß nicht, wo der gestorben ist. Aber die haben da gesmoked. Oben raus, auf dem Gelände. Hab ein. Schön. Wechsel mal eben den Hügel. Noch eine Nächste Falle. Falle. Nicht gestorben. Oder das war Reflexschuss, da saß ein Reptil mit Armbrust. Das war der Close? An den Zügen. Aber das nach hinten weg. Machten die Bounty. Haben aber auch gehittet. Sitzen noch. Die machen Boss. Denk dran, du musst da hinten weg, wenn die kommen. Ja, ja, deshalb sneak ich mich langsam weg. Die sind schon bei Ash. Mhm. Ich höre wieder einen Käfer. Und einer läuft. Ich glaube, unten in einem Zug drin. Die sind jetzt bei Heritage. Einer ist beim Boss drin. So, und das Fass. Von hier aus jetzt die Brücke gut abankern. Die haben gesmoked. Ich glaube, die wollen den heben. Okay. Ich aim ab. Ja, ich auch. Verdammt nochmal. Hast du auch nicht getroffen? Haben wir zeitgleich geschossen? Ja. Ja, ja. Ich verziehe mich nach hinten, weil die Bounty kommt, glaube ich, gleich. Nimm mal ein bisschen die Fenster auf. Ja, wir müssen ein Stück nach hinten, sonst sehen die uns. So ist gut, glaube ich.
Hopfensche. Ach, ich hab einen, den. Oh, Reptil. Lief im Innenhof mit der Armbrust und der hat Sprengscheiße. Hab ihn gesehen. Hit. Von mir nicht. Oh, die haben. Eine Bounty. Ach, ja. Mhm. Ich gehe hier hinten so ein Stück dran. Ja. Die weiter Bounty wechseln. Ja, nee, es könnte das andere Team sein. Hit. Ich glaube, ich habe einen. Der dann nochmal mir zutappt. Das White Shirt, ne? Ja, kann aber auch sein, dass der andere ihn hat. Ich glaube, ich habe keinen Hitmarker bekommen. Ich hatte einen bekommen. Der hebt ihn gerade, glaube ich. Ich habe den scheiß Pfahl dazwischen. Ja, es ist irgendwer Dunkles. Hab einen. Nice. Einer ist hinten rechts weggelaufen. Genau. Nachladen. Machen Boss. Ja, ich müsste eigentlich ran. Weil die sind, glaube ich, alle low. Ich versuche hier hinten reinzugehen. Oh, der hat mich gesehen, ich muss weg. Auf hier hinter ist das Reptil. Der ist hier reingelaufen. Hier drin. Seh ihn nicht. Vielleicht ist er auch direkt nach oben gelaufen. Über mir. Auf. Falle, Achtung. Einer hat Hit. Hab ihn. Nice. Andere wollte dich pushen. Da ist einer. Bin low. Ich hab ihn. Dieses Traden, ne? Ich sag's dir. Ja gut, der war Gott sei Dank da hinten auch schon low. Darf ich dir Uppercut? Ja. Hier liegt ne Dings, ne? Ne Crown. Ich habe jetzt aber gerade die Libelle gekauft. Darf ich die nehmen, die Crown? Ja. Naja, kurz auch runterfächern. Müsste ja clear sein. Ja, gut, war wir nix. Haben ja eben schon. Ja, Moses? Jo. Treff die Alte nicht. Hä, wieso treffe ich die nicht? Kommt glaub, nicht von hier. Die kommen nicht von hier, nee. Das ist bestimmt eine Chinesin.
Ja, ich habe den Kill nicht gekriegt für den einen. Ja, da habe ich den Kill nicht bekommen. Ich dachte, ich hätte ihm in den Rücken geschossen, aber nee, der ist wohl von irgendjemand anders geholt worden da drin. Ich finde, wir haben genau richtig gewartet und sind dann im richtigen Moment losgestürmt und haben dann, naja, abkassiert. Das war schon ein bisschen dreckig gespielt, aber es geht noch dreckiger, glaubt mir. Wir haben, oh, wisst ihr was? Ich zeige euch etwas ganz, ganz Dreckiges. Es geht los. Sonja und ich wollten Sniper-Runde spielen. Und wir hatten Fallen dabei. Und dann sind wir zu Scuppa gelaufen. Und bei Scuppa haben wir dann erstmal geguckt, weil wir Schüsse bei Church gehört haben, beziehungsweise bei der Kapelle. Und haben geguckt, ob die überhaupt Scuppa noch drin sind. Und haben dann letztendlich gemerkt, dass da Scuppa gar keiner mehr drin ist. Und hier startet dann die Runde. Also Schlange? Ja. Und dann schlängel doch lieber safe von außen erstmal. Ja, nee, lass es zusammen aufnehmen, sonst kommen die direkt. Ich glaube, die sind nicht hier. Dann komm. Wir können doch Asi sein hier drin erwarten. Ja. Wir sind am Ausgang. Micha hat es nicht gelesen. Jetzt muss man die Eingänge hier vertreten. Ja, ich mache oben mal einen Haupteingang. Ja, ich mache hier unten. Oh, ist das dreckig. Und dann setze ich nur eins an die Leiter. Ja, ich mache hier das. Unten da bei dir die Tür offen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die haben aufgehört, die kommen jetzt. Doch, die Tür ist hier offen. Ich mache hier eins im Wasser. Ja. Ich kann nicht stellen. Komm. Ja. Anderes unten. Der hat abgebaut. Bei Hits. Nice! Das hat ja geklappt wie am Schnürchen. Sensationelle Idee. Ja, ist doch GG, sorry einfacher. guys. Der wäre hier auch fast noch in die Falle gelaufen. Ja. Das war am einfachsten so. Ist schon eklig gewesen. Die fighten sich da hinten des Todes. Ja, da kriegst du auch was Böses auf die Pinnwand. Aber mein Gott, das gehört doch dazu. Ja. Man will doch gewinnen. Dann verlässt man einfach nicht den Busraum so weit. Dann hätte es man vielleicht mitgekriegt. Ist das frech? Wer ist denn durch die Falle? Hier dieser Reich. Keine Ahnung, wie er heißt. So, und das war richtig dreckig. Aber. Ich fand, das ist halt alles im Rahmen so. Keine Ahnung. Es gibt Leute, die regen sich über sowas auf. Ich habe übrigens keinen bösen Kommentar bei mir im Steam-Profil. Aber es gibt Leute, die regen sich da extrem drüber auf. Aber es gehört halt dazu. Ich meine, der Erfolg zählt doch. Und den hatten wir da in dem Moment. Die haben halt einen ewig langen Fight gehabt. Haben vorher den Boss gemacht und dann haben die einen ewig langen Fight gehabt. Und wir haben dann abgesnackt. Ich meine, hätten wir die Bounty aufgenommen, hätten wir wahrscheinlich einen elenden Kampf gegen die gehabt, oben bei Scuppa. Ihr kennt das selber, wie schwer Scuppa zu fighten ist.
Und so war Sonjas Idee einfach grandios, ja. Also das fing sensationell an. Der eine direkt in die Falle war tot. Und den Rest habt ihr ja gesehen. ja, ich hoffe, die zwei Runden haben euch gefallen. Denkt ans Gewinnspiel, einfach einen Kommentar da lassen, wenn ihr seid dabei. Ein Like würde mich natürlich auch noch sensationell freuen. Ein Abo natürlich auch. Ich bin heute nicht online tatsächlich auf Twitch, also nicht live, aber morgen ab 14 Uhr wieder. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da einschaltet. Aber morgen früh um 9:30 Uhr gibt es ja erst wieder ein YouTube-Video. Und da erinnere ich euch nochmal dran. Denkt an mein Teamspeak, der ist unten verlinkt, genauso wie Game.de. Die haben mir den extra für euch zur Verfügung gestellt. Könnt ihr jederzeit nutzen, könnt auch Game.de gerne mal besuchen. Gerade wenn ihr selber Teamspeak, Mumble, Root-Server, Game-Server, Web-Server etc. sucht, seid ihr an einer super Adresse. Holy Energy ist unten verlinkt, die ja auch den Preis hier sponsern. Ist wie Red Bull, Monster, nur ohne Zucker, ohne Scheiß, nur natürliche Inhaltsstoffe. Guckt es euch mal an, ich bin mega begeistert, wirklich mega begeistert davon. Unten der Link und zwei Rabattcodes. Unser Discord ist unten verlinkt und jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Haut rein, bis morgen. Tschüss.